Okay? And for my first singer, what's your name, sir? John. You're John. You're from? I'm from England. You're from England. And so what are you gonna sing for us? Loose Nuts. Okay, what are you gonna sing for us? Daisy. Okay, let's give it up for Mr. Loose Nuts. Big round of applause, please. Daisy, Daisy, give me your answer to. I'm half crazy, oh, for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle made for two. Woohoo! Okay, that's a great song. Congratulations, you won our pouch. Lara? Okay, congratulations, sir. And for my second volunteer, where's he coming from? Okay, what's your name, sir? Can't stand a thing. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, I've done all I can. I beg, stole, and I borrow. That's why I'm easy, easy like a Sunday morning. Yeah. Okay, that's so easy for you to win our pouch from the Pacific. Congratulations. And
ist empfohlen bei Aufwand. Ja, die Hitzeauswahl hier. Bleiben wir da rein zufällig. When I come to the tank. Oh.
So he won. He won. Yeah. He won. They say they were fooled because they eat them late in the afternoon. They shouldn't. That's still aggressive. Yeah, because once you heat them up, yeah. Thank you.
Thank you.
I'm just a poor boy, and my story seldom told. I have squandered my resistance for a bucket full of windows, such a promises. Oh, my life's just a still moment, what he wants to hear and disregard the rest.
This is the time, this is the time. For Manila and Command, we are as Captain Anago, assisted by First Officer Flores. Our flight time is 55 minutes, and our new estimated time of arrival is 25 minutes past the hour of 3 in the afternoon. For the meantime, please direct your attention to your cabin crew. We have Ailey, who will now demonstrate to you the safety features of this aircraft. Each of your seat is provided with a seatbelt to fasten push ends together. Tie the seatbelt by pulling loose ends, and fasten lift up a buckle and pull free ends to release. In the likely event of water landing, use your individual life vest tied under your seat. Remove sharp objects from your body to don a slip vest over the head. Take the tape around the waist and push ends to buckle. Pull the tape with tighten when outside the aircraft, jerk both inflation tanks and flight vest. Manual inflation tubes are fan on both sides, built to increase air pushments and water release air. Light will automatically illuminate once the battery is immersed in water. Do not inflate the vest inside the aircraft and authorize removal of life vest from the aircraft as a criminal offense. The cabin is pressurized. For guests requiring oxygen during decompression, the cabin attendant should provide you a release tool. When this happens, insert the release tool in the pinhole, grab the mask, pull it towards you, put it over your nose and mouth, and breathe normally. Cabin attendants shall assist in the administration of oxygen after decompression. Now please take note of the emergency exits marked along each side of the cabin and the exit nearest to you. For further information, please refer to the safety instruction card found in the seat pocket in front of you. This aircraft is equipped with ski path lighting system. In case of an emergency evacuation, lights will illuminate leading you to the exits. Sa loob po lamang ng ilang sandali, tayo lilipad na mangyari po lamang ituwid ang sandalan ng mga upuan, itiklop ang mga mesa, itaas ang tabing ng bintana, ikabit ang sentrong pagkaligtasan, panatilihin pong nakasara mga talapanang. Please be advised that this is a no-smoking flight. Civil aviation regulation. At inyo pong pag-aralang mabuti ang mga labasan para sa sandaling kakailanganin natin ito. Para sa inyong kapakanan, sundin po lamang ang mga kautusan ukol sa kaligtasan. Kung mayroon po kayong pag-aalinlangan, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa amin. Para sa inyong cabin crew, please prepare for departure. Thank you. On ang ating paglalakbay, maging sa loob ng balikuran. Sa loob ng ilang sandali, tayo ay lilibad na. Mangyari po lamang na ituwid ang inyong mga upuan, tiklupin ang mesa, itaas ang tabing ng bintana, at ikabit ang inyong sinturong pangkaligtasan.
She puts on her makeup. And brushes her long hair. Okay, we do have our first winner. Of course, the answer is wonderful tonight. For my second song, let's go local this time. Como como si para naman nung tayo ay bata pa. Okay, we have a possible winner by the forward section. The answer is Ang huling ihal bimbo. Congratulations, sir, for the second winner. Please write your name and cell phone number for record purposes. And for last and final song, if you try your best, but you don't succeed, get what you want, but not what you need. Stuck in reverse. It's from Coldplay. Wala mo nakakala. No one knows the answer of the song. The title of the song. Okay, baguhin lang po natin. It's from Coldplay. The answer is Fix You. The contributors, if I'm right. Why do birds suddenly appear every time you are near? Yes, okay, and the correct answer is close to you. Once again, congratulations to all the winners of our fun games. And we do hope you enjoy our simple game. Once again, thank you for flying and choosing Cebu Pacific Air as your airline of choice, and may you enjoy the rest of the flight. Thank you.
gentlemen, we have just landed at Mina Aquino International Airport. Cebu Pacific welcomes you to Manila. We are now taxiing towards Naia Terminal 3 for proper and safe disembarkation. On behalf of our flight and crew, headed by Captain Alago, First Officer Flores, with the in-flight cabin crew, AED, this is Lane, and thank you for making Cebu Pacific your airline of choice. Mga binibini at ginoo, kanalabag po lamang natin. Sa bali, parang pandating ng Ninoy Aquino sa Maynila, maligaya pagdating. Fuck! Hey.
ready? Jetzt geht es um eine ganz besondere Delikatesse. Beschrieben wird ihr Geschmack als eine Kombination von Salzigkeit und Schärfe, Weichheit und Knirschen, des Flüssigen und Klebrigen. Spätestens bei den letzten Eigenschaften beschleichen einen wohl Zweifel und ich erlaube mir zu sagen, zu Recht. Denn die kulinarische Königsklasse, die hier beschrieben wird, heißt Balut. Und das sind angebrütete Eier, also Eier, die schon viele Bruttage hinter sich haben und in denen schon ein klar ausgeprägter Hühner- oder Entenembryo steckt. Benjamin Daniel hat sich dieser philippinischen Herausforderung hingegeben. Außendienst. Für Menschen anderer Kulturen ist schon der Anblick ungenießbar. Auf den Philippinen sind angebrütete Enteneier Heilsbringer und Nationaldelikatesse. Balut, das weiße Gold Südostasiens. Gold hat einen sehr hohen Preis. Natürlich sind die Balut-Eier nicht so teuer, aber durch sie boomt eine ganze Industrie, die das Einkommen vieler Philippiner sichert. Deshalb nennen wir es weißes Gold. Sammeln, schleppen, sauber machen. Ich arbeite als Balut-Verkäufer und helfe aus auf einer Entenfarm. Am Ende stelle ich mich der kulinarischen Herausforderung, an der die meisten Touristen scheitern. Einmal einen Entenembryo essen. Ich will herausfinden, warum tun sich Philippiner das an. Ja, das ist wirklich, das ist mit Abstand das Ekligste, was ich jemals gesehen habe. Wirklich. Like this, like this.
Die Cadiz-Farm in der Provinz Laguna. Seit Jahrhunderten züchtet Raphaels Familie hier die berühmten Itik-Enten. Sie legen die angeblich besten Eier der Welt. Immer morgens um 6 beginnt die Suche. Hier ist jeden Morgen ein bisschen Ostern. Rund 10.000 Eier sammelt Raphael pro Woche. Er achtet penibel darauf, dass es seinen Enten an nichts fehlt. Fütterung. Genau die richtige Arbeit für mich. Boah, 50 Kilo. Okay. Careful, careful. Und besser, wenn man ein bisschen kleiner wäre. Okay. Mindestens zweimal pro Tag müssen die Futterstellen aufgefüllt werden. Bei 100% Luftfeuchtigkeit ist jeder Handgriff anstrengend. Doch das nehmen sie hier gerne in Kauf. Wer in dieser stetig wachsenden Branche Fuß fasst, hat finanziell wenig zu befürchten. Die Balut-Produktion ist eine der erfolgreichsten Industrien unseres Landes. Denn Entenzüchten ist sehr günstig und einfach, auch für arme Leute. Jeder kann das in seinem Hinterhof machen. Und die Nachfrage steigt. Die Menschen lieben es. Fast jeder Philippiner isst täglich Balut. Raphaels Geheimnis: Schnecken aus dem nahegelegenen See Laguna de Bay. Die mischt er unters Trinkwasser. Resultat: Der Nährwert der Eier steigt, die Schale wird härter. Jeder Entenzüchter schwört auf ein eigenes Balut-Rezept, das innerhalb der Familien über viele Jahrzehnte weitergegeben wurde. Im 19. Jahrhundert führten chinesische Händler Balut nach Manila, die Hauptstadt, ein. Die Philippiner hatten die Delikatesse schnell in ihre Herzen und Mägen geschlossen. Binnen weniger Jahrzehnte entstand ein neuer Industriezweig. Entenzucht, Zubereitung, Großhandel. Heute macht Balut in vielen philippinischen Regionen bis zu 25% der Wirtschaftskraft aus. Ein Lebensmittelhersteller verkauft die Speise sogar abgefüllt und haltbar im Glas. Erhältlich in fast jedem philippinischen Supermarkt und weltweit im Internet bestellbar. Die meisten Enteneier werden von den Farmen hierher gebracht nach Pateros. Das ist eine Kleinstadt im Südosten Manilas und das ist die Balut-Hochburg der Philippinen. Jeder vierte Einwohner ist hier im Balut-Business tätig. Kalito ist der erfolgreichste Verkäufer auf den Philippinen, ein reicher Mann. In seinem Shop ist immer was los. Bevor ich ihm helfen darf, muss ich erstmal einen Test machen. Kannst du das halten? Oh, 5? Und andersrum? Das Brutzimmer. In mehreren Schichten werden die Eier in die Körbe gelegt. Reishülsen speichern die Eigenwärme. Junge Eier liegen unten bei 42 Grad. Die fast fertigen Balut kommen obendrauf. Nach 18 Tagen gehen sie in den Verkauf. Vorher aber müssen sie den Lichttest bestehen. Sind die Eier dunkel, ist der Embryo groß genug. Siehst du, wie rot das hier ist? Dieser Embryo ist noch zu klein. Das Ei braucht noch ein paar Tage. Okay. Genug der Theorie. Zwischen 7 und 9 Uhr morgens ist Stoßzeit. Ein Straßenverkäufer nach dem anderen braucht Ware. Und wieder 500. Das Geschäft brummt. Ein Ei kostet umgerechnet 12 Cent. Pro Tag verkauft Kalito rund 5.000. Sein Großvater hat das Geschäft aufgebaut und auch sein Vater hat hier gearbeitet. Kalito ist stolz, das Familienunternehmen weiterzuführen. Obwohl ich einen Uni-Abschluss habe, wollte ich lieber im Balut-Business arbeiten. Es ist ein gutes Gewerbe. Ich kann ohne Probleme für meine Familie sorgen. Das ist doch was. Meine Kinder besuchen die besten Universitäten des Landes. Das können nur die wenigsten Philippiner von sich behaupten. Gemessen am Pro-Kopf-Einkommen sind die Philippinen ärmer als die Republik Kongo, Bolivien oder die Mongolei. Laut einer aktuellen Studie leidet fast ein Viertel der Bevölkerung Hunger. Deshalb ist Balut so begehrt. Jeder kann es sich leisten. Außerdem enthält es lebenswichtige Vitamine, eine Menge Kalzium und knapp dreimal so viel Protein wie Hühnereier. Echte Fans glauben sogar an eine aphrodisierende Wirkung und nennen es das Viagra des kleinen Mannes. Der Arbeitstag ist beendet, doch vor einer letzten Herausforderung kann ich mich wohl nicht drücken. Kalito lässt mich erst gehen, wenn ich ein Balut-Ei gegessen habe. Meine ethischen Bedenken nimmt keiner ernst. Es sei ja nur ein Embryo ohne Gefühle, sagen sie. Naja. Mach die Augen zu.
Der, guck dir das. Du guck dich mal mit, guck dir das. Der. Wonach es schmeckt, kann ich kaum sagen. Zu sehr muss ich mich beherrschen. Ein bisschen süßlich. Es fühlt sich an, als würde man auf Gummi kauen. Schau mich nicht so an. Sie denken, Sie würden sich nicht so anstellen? Beweisen Sie es. Auf unserer Internetseite finden Sie die 5 ekligsten Speisen der Welt, inklusive Rezept. Wie man angebrütete Enteneier genießen kann, wird für mich ein Rätsel bleiben. Viele Philippiner hingegen können sich ein Leben ohne Balut nicht vorstellen. Es ist eben ihr weißes Gold, auch wenn es nicht glänzt.